Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Beim letzten Mal haben wir Gyobo, den Dämon, besiegt, den Wächter der Ashina-Burg. Das war nicht richtig. Den Wächter der Ashina-Burg und ja, haben uns jetzt tatsächlich geschafft, in die Ashina-Burg hineinzukommen. Und wollen da jetzt natürlich weiter, um Genichiro zu finden, den der ja Kuro entführt hat. Und Kuro natürlich retten. Komme ich da überhaupt rüber? Da muss ich von da oben runter, hä? Ja, jetzt bin ich hier aber irgendwo mittendrin, ey. Das gefällt mir ja jetzt auch nicht so wirklich. Huch, was war das denn? Kann ich die belauschen? Nee. Und tschüss! Das war Nummer 1. Das war sogar der stärkere diesmal. Oh, der hat sogar ein bisschen was ausgehalten. Nicht schlecht. So, da drüben sind noch irgendwelche Gegner. Ich mach mich erstmal hier rüber. Da habe ich gerade noch irgendwen gesehen. Ach, guck mal, Hunde. Pass mal auf, Hunde. Bam. Ich finde es so gut, dass man Hunde so einfach besiegen kann. Ist so anders als in den anderen From-Software-Spielen. So, ich glaube, da oben waren wir ja beim letzten Mal. Das war ja... Genau, hier haben wir ja die Typen getötet. Ich meine, es ergibt keinen Sinn. Die Typen leben jetzt wieder, die Attentäter. Und wir haben ja beim letzten Mal die Belohnung dafür gekriegt, dass wir sie getötet haben. Das sind, finde ich, so eine Gegner, die sollten eigentlich tot bleiben. Aber hey, wer bin ich, um das zu sagen? Ne? Oh, hallo. Wo kommst du denn her? Ich hatte hier überhaupt nicht auf dem Schirm irgendwie. Ach, scheiße, wer kommt denn da an? Ja, ne. Wie wär's damit? Der hat die alle pariert. Nicht schlecht, Freundchen. So, schön stechen und dann haben wir dich gleich. Jawohl. Oh, guck mal, da ist ein Dicker auf jeden Fall. Oh, zweimal Eisenschrott. Sehr gut. Das brauche ich doch zum Verstärken der Module. So, hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier ist nämlich fies. Da ist nämlich einfach noch ein Dicker. Und tschüss. Ich meine, einer geht. Das mit zweien zu tun zu haben, ist gar nicht so simpel. So, dann erledige ich erstmal dich, bevor ich mich an den Dicken mit dem Hammer mache. Wow, ganz ruhig, Freundchen. Jawohl. 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 Ich krieg die alle pariert. Was geht denn los? Oh Gott, jetzt kommt er mit seinem Mega-Angriff. Danach haben die verlieren dadurch aber enorm viel Haltung durch diesen Mega-Angriff, wie ihr seht, ohne dass wir was machen müssen. Danach kann man sie schön angreifen und eigentlich besiegen. Jawohl. Wollte doch sagen. Zack. Sehr schön. Ja, die Stelle hier ist ein bisschen fies. Beim ersten Mal denkt man natürlich, haha, ich hole mir diesen Dicken da vorne. Und dann merkt man, oho, das geht gar nicht so einfach. Da ist nämlich einfach noch ein zweiter. So, wo war die Stelle jetzt, wo ich hier wieder runter konnte? Das passierte, glaube ich, jedem. Ich habe noch nicht einen gesehen, der das, glaube ich, hingekriegt hat auf Anhieb. Wo ist denn diese Stelle jetzt gewesen hier, die ich hier gesehen hatte? Ah, die ist weiter hier vorne, hä? Ist gar nicht so weit hier hinten. Ah ja, hier. Arkus-Konfekt könnte ich auch mal benutzen. Erhöht den Schaden. Können wir eigentlich benutzen? Na gut. Erstmal jetzt nicht so wichtig. So, es gibt hier tatsächlich aber noch einen zweiten Weg. Wenn man die Dicken tatsächlich gar nicht erst bekämpfen will, kann man auch einfach hier lang. Ach, obwohl, das erkläre ich jetzt nicht. Ich hatte überlegt, ob ich euch, ich hatte es in der letzten Folge nicht getan, aber ob ich euch in dieser Folge noch den Cheese für Gyobo erkläre. Es gibt nämlich einen Cheese für Gyobo tatsächlich, wie man ihn besiegen kann. Ist mir gerade wieder eingefallen, als ich das Ding hier hochgehüpft bin. Da gibt es einen Cheese tatsächlich, auch für Gyobo, dass er sich ganz einfach selbst umbringt. Aber ganz ehrlich, guckt euch einfach einen Speedrun an, dann wisst ihr, was ich meine. Hier gibt es tatsächlich auch einen kleinen Glitch, den man nutzen könnte, aber wie gesagt, wir machen ja keinen Speedrun, wir wollen ja ganz normal hier durchkommen. Oh, was habt ihr denn zu sagen? Sollen wir das Ding wirklich im Kampf einsetzen? Ich weiß, aber welche Wahl bleibt uns schon? Verzweifelte Situationen, verzweifelte Maßnahmen. Wir dürfen uns nicht darum scheren, was andere denken. Ja, aber... Ah, reiß dich zusammen, Soldat. Wenn du weiter so redest, stellen sie dich zu ihm ab. Und wenn er wütend ist, macht er keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Okay, was meinen die denn damit? Würde mich ja jetzt schon ein bisschen interessieren, bevor ich mich da irgendwie reinwage. Aber gut, ich würde mal sagen, zack. So, der macht doch eh gleich wieder einen... Jawohl.
wollte noch sagen, den kann ich doch eh gleich wieder Mikiri kontern, den Typen. Sehr schön. So. Da ist einer, den erledige ich mal. Oh, wir sind in der Hashina-Burg. Und zack. Das habt ihr nicht mitgekriegt, Freunde. Ihr seid ja billig, ey. Ach du Scheiße. What the fuck bist du denn? Alter. Ja, hau erstmal schön rein. Ja, da hat mir die Kürbisflasche viel gebracht. Okay, bei dem. Alter. Ist gut. Lass mich mal wieder auferstehen hier erstmal. Bei dem hilft, glaube ich, das am besten. Jawohl. Aber man muss ihn, glaube ich, trotzdem angreifen. Sonst wird's schwer. Au. Au. Hör auf, mich zum Brennen zu bringen. Alter. Ah, der bringt einen halt so scheiße schnell zum Brennen. Jawohl. Man muss echt aufpassen hier. Ich bin gleich am Brennen, verdammt. Hier, friss das. Das hat nicht geklappt. Oh, shit. Und jetzt brenne ich. Und jetzt bin ich tot. Jawohl. Okay. Ich sollte mir vielleicht das Löschpuder drauflegen. Das hatte ich jetzt natürlich nicht. Und vielleicht ist hier Arcus Konfekt gar nicht schlecht. Das könnte ja ganz hilfreich sein, weil dann mache ich mehr Schaden. Ja, der ist nicht ohne, der Typ. Der ist tatsächlich echt nicht ohne. Pass mal auf, dann lege ich hier mal Arcus Konfekt drauf und anstatt dem mal ganz kurz das Löschpuder. Davon habe ich doch ein bisschen was. Wobei, warte mal, andersrum. Hier das Löschpuder und hier Arcus Konfekt. So rum. So, dann nochmal dahin jetzt. Es gibt hier einen ganz schnell. Warte mal, irgendwas habe ich auch übersehen, fällt mir gerade auf. Ich glaube, irgendwas hatte ich übersehen jetzt in dem Gebiet. Bin ich mir ziemlich sicher. Hey, mehr schwarzes Schießpulver. War ich da drüben schon? Nee, da war ich nämlich noch nicht, aber da gibt es auch kein Item. Ich habe aber irgendwie im Kopf, dass da ein Item gab. Ha, irgendwie falsch im Kopf. Ja, das hat ja gut geklappt. Hallo? Alter! Der Typ legt ja los. So, da drüben nämlich, da gab es doch einen. Achso, der starb nur. Ich glaube hier drüben, hier habe ich ja gerade die Hunde bekämpft. Haben die Hunde mich gehört? Genau, hier gibt es nämlich noch Geckos, soweit ich mich erinnere, irgendwo. Wo waren die denn? Aber gab es hier ansonsten noch irgendwas außer diesen Geckos? Ich habe sie doch gerade gehört, wo sind sie denn? Ich glaube ansonsten gab es ja gar keine Gegner. Hä, wo waren die Viecher? Waren die nicht an dem Baum? Okay, vielleicht habe ich das auch vollkommen... Ah, warte mal. Nee, hier unten waren wir. Das ist nichts Neues. Und da unten waren wir auch. Ist auch nichts Neues. Ah, ich dachte, hier wären irgendwo noch so solche Giftgeckos gewesen. Ja, ich höre sie auch. Die sind hier irgendwo. Ah, da oben. Ah, da oben muss ich irgendwie hinkommen. Okay. Da war der Punkt, den ich vergessen hatte. Ich wusste aber, hier war irgendwo noch so ein Gebiet. Ah, wie komme ich denn da hin? Komme ich denn da nochmal hin? Ah, von hier. Guck mal einer an. Ich wusste doch, hier war irgendwo noch so ein Gebiet. Da gibt es sogar noch ein Item. Und hier sind die Geckos auch. Alter. Flop. Puh. Kriegen gleich alle alles mit. Ich mach dann halt den fertig erstmal. Oh, ich will den... Ach Mann, ich hätte gern den Finisher gehabt, weil dann hätte ich Leben zurückgekriegt. Wusste ich doch, hier war noch was. Ah, Eisenschrott, das ist wichtig für unsere Module. Ja, jetzt bin ich natürlich nicht ganz frisch, aber ist auch nicht so wild. Ist jetzt auch nicht das Wildeste, um ehrlich zu sein. So, ich kann mir hier noch ein bisschen Lebensenergie zurückholen. Zack. Das war Nummer 1. So, wenn ich ihn jetzt besiege. Oh, shit. Na, so viel dazu. So. Naja, gut. Jetzt habe ich am Ende doch wieder weniger Lebensenergie. Ja, dann trinke ich einmal einen. Dann hole ich mit den Typen da. Dann mache ich Arcus Konfekt rein und dann hoffe ich, dass ich den Typen irgendwie besiegt kriege. Zack. Perfekt. So, dann mal Arcus Konfekt. Und dann Rinda in die Linda. So, hau sie um, Junge. Nicht mich. Hau doch erstmal ihn um. Der mich halt hier.
Ah, jetzt geht der mir halt mega auf den Sack. Okay, komm, Bill. Hier, nimm das. Oh shit, das hat nicht geklappt. Das klappt ja gerade gar nicht. Jawohl. So, und jetzt mal Arcos Konfekt nutzen und hier ein bisschen draufballern. Au! Ich bin tot, ne? Dieses Vieh ist einfach viel zu mächtig. Ah. Ah, das war ein schlechter Moment dafür. Boah, ich hasse den. Ich hasse den so widerlich, diesen Typen. Ich krieg halt nicht mal Zeit, um was zu trinken. Und das funktioniert halt einfach nicht. Jawohl, jetzt habe ich wenigstens kurz Zeit zum Trinken. Sehr gut. Jawohl, okay. Jetzt läuft's doch. Jetzt habe ich bloß keine Dinger mehr. Jetzt habe ich nicht mal mehr Heilung. Das ist das Problem. Okay. Schön hinter ihm bleiben. Schön hinter ihm bleiben. Kriege ich eigentlich Schaden die ganze Zeit, auch wenn ich perfekt pariere? Oh ja, vielleicht sollte ich nicht parieren. Ich muss ausweichen. Ja, aber ausweichen ist halt nicht bei dem. Ausweichen ist irgendwie nicht bei dem. Ugh. Wenn ja, vor allem der eine Typ hat halt blöderweise gerade nicht überlebt. Ja, ich würde sagen, das ist wieder so ein Moment, wo ich vielleicht ein bisschen schneiden muss. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. What the fuck? Jawohl, ja. Okay, das geht doch. Mit ein bisschen Konzentration geht das dann doch. Man kann blocken, aber eigentlich muss man die ganze Zeit nur schön am Arsch kleben, dann funktioniert's. Und wir haben 4 Gebetsperlen, sehr gut. Und Shinobi Medizin Rang 2, eine latente Fähigkeit. Manchmal erlebt ein Shinobi, was einen anderen Krieger getötet hätte. Medizinisches ist Wissen unverzichtbar, was auch immer das war. Der einzige Weg, solche Techniken zu lernen, ist wieder und wieder von würdigen Gegnern verletzt zu werden. Ah, sehr gut. Das hat gut geklappt. Scheint sich beruhigt zu haben. Er ist tot. Die verdammten Diebe sind noch am Leben. Was ist mit dem Bullen? Er ist tot. Der Bulle.
Tot, meine Freunde, tot. Ja, ich hatte am Anfang ein bisschen Glück. Der ist halt sehr gut in der Wand da stecken. Oder ich hatte den da so ein bisschen an der Wand. Aber man hat es ja auch später gesehen. Also diesen Charge-Angriff einfach parieren tatsächlich. Auch wenn man ein bisschen Chip-Damage bekommt. Ist immer noch besser, als es nicht zu parieren, finde ich. Und ja, den ganzen Rest einfach, bei dem ganzen Rest einfach versuchen, die ganze Zeit schön am Arsch zu kleben. Hey, wer bist du denn? Dem Himmel sei Dank, dem Himmel sei Dank. Weshalb betet ihr? Ihr da, habt ihr schon mal vom Senpo-Tempel gehört? Ja, durchaus. Der Senpo-Tempel auf dem Berg Kongo. Ein ganz besonderer, heiliger Mensch lebt dort. Kommt, betet mit mir. Dem Himmel sei Dank, dem Himmel sei Dank. Ja, man soll ja tatsächlich mit ihr beten und wie man das macht, ist mit den Mibu-Ballons, weil da steht ja, wenn man einen goldenen Mibu-Ballon zum Platzen bringt und betet, und das kann man einfach vor ihr machen, dann zählt das als Beten. Bam! Gut so, das ist der richtige Weg. Genau so betet man. Ihr seid wahrlich fromm. Ich biete euch daher dies. Ungos Konfekt, na gut, jetzt nicht so der Hammer. So, aber man kann noch mit den anderen Sachen auch noch beten. So, wir hatten den Reichtum, dann nehmen wir jetzt den Eigentum-Ballon. Der war für mehr Items, ne? Ja, ja, betet bitte, so viel ihr mögt. Das ist wahrlich fromm. Ich biete euch daher dies. Ah, Kostkonfekt, okay. Und dann beten wir mal noch mit unserem dritten Ballon. Dem der Seele. Pom. Ja, sehr gut. Das ist Hingabe. Dies hier möchte ich euch anbieten. Göttliches Konfetti, danke. Ich glaube, das ist auch alles. Wenn jemand wie ihr für das göttliche Kind kämpfen könnte. Das göttliche Kind? Diese Mönchsschurken. Sie verjagen mich immer. Oh, göttliches Kind. Wer auch immer das göttliche Kind ist. Na gut, das finden wir vielleicht noch raus. Hast du sonst noch was zu sagen? Dem Himmel sei Dank, dem Himmel sei Dank. Der Senpo-Tempel auf dem Berg Kongo. Ein ganz besonderer, heiliger Mensch lebt Ach so. Dort. Kommt, dem ja, gebetet haben wir ja schon. Gut, dann haben wir das erstmal. Sehr schön. Dann können wir einmal ganz kurz Körpermerkmale verbessern. Sehr schön. Wir kriegen dafür die zweite Gebetskette. Da. Ein Rosenkranz stärkt die Starken. In Ashina gibt es einen rotäugigen Mann, groß wie ein Oker. Er soll Amok gelaufen sein und viele Jahre in einem Verlies verbracht haben. Ach, das war der Typ also. Na, von mir aus. Okay, dann einmal rasten. Die ganzen Effekte da unten jetzt gestapelt sind. Können wir ja mal ganz kurz nochmal zum Maroden Tempel. Ich glaube, noch einen Kürbissamen habe ich gerade nicht. Wenn ich mich recht entsinne. Und dann geht es weiter in Richtung Ashinaburg. Ja, ich finde den, dieser komische Stierbulle ist halt ein recht heftiger Boss, finde ich. Weil da Parieren halt im Großen und Ganzen nur sehr bedingt hilft. Man muss halt gucken, welche man parieren muss. Oder es sollte nicht zu häufig sein, aber man muss halt ab und an parieren und trotzdem Schaden kriegen. Ich finde es halt blöd, dass man trotzdem Schaden kriegt. Das ist das Einzige, was ich nicht mag. Ich bin froh, dass ihr gekommen. Sonst was? Es gab früher Stabliche. Okay. Wiedersehen. Kann ich eigentlich eine Shinobi-Prothese verstärken? Habe ich genug Zeug? Brauchst du etwa? Egal, okay, ist immer noch das Gleiche. Dann Prothesenmodul verbessern. Was fehlt denn? Oh, ich habe kein Gold. Die Axt, was wäre denn das? Die Stärke der geladenen Axt, das Aufladen des Federmechanismus ermöglicht es, dass trotz des Gewichts der Axt große schwungvolle Angriffe ausgeübt werden können. Ich meine, ich habe ja Gold noch, ne? Komm. Wozu habe ich denn das Zeug sonst? Ich brauche ja sogar nur einen von diesen Beuteln. Brauchst. Ja, verbessern mal. Die Axt geht. Ach, die braucht 400. Ja, dann nehmen wir erstmal das Feuerwerk. Das benutze ich ja eh sehr häufig. Dann haben wir jetzt ein besseres Feuerwerk. Dann können wir ein federgeladenes Flammenrohr. Das wäre auch eine coole Sache. Guck mal, das können wir sogar sofort machen. Wisst ihr was? Da mache ich das mal. Fügt Feinden Feuerschaden. Der Federmechanismus kann aufgeladen werden, um eine gewaltige Salve Flammen und heißer Luft zu entfesseln, die Feinde durch die Luft schleudert. Das klingt doch gut. Wie viel brauche ich? 400, ne?
Ich meine, wofür habe ich denn sonst die ganzen Goldmünzen, wenn ich dafür, ne? 400 brauche ich. Zack. Danke dafür. Brauchst. So, und verbessern. Dann ein Ruf. Sehr schön. Dann probieren wir die Dinger, die neuen, gleich mal aus. So, das federgeladene Feuerwerk. Und dann packe ich hier mal das, nee, das federgeladene Flammenrohr drauf. So, als erstes mal, was macht das jetzt? Achso, jetzt kann ich erst. Ah, das macht jetzt einen kompletten Umkreis. Und das Ding? Nice. Voll nicht übertrieben oder so, aber okay, ich nehm's. Ich nehm's gerne. Voll gut. Gut, dann zurück zur Ashinaburg. Und bevor wir jetzt den genauen Weg zur Ashinaburg gehen, will ich eine ganz kurze Sache nur machen, weil da gibt's noch eine Kleinigkeit, die ich einfach vorher mitnehmen will. Hat jetzt nicht einen großen Grund, warum ich das vorher machen will. Es ist halt einfach nur ein Item, das ich ganz gerne hätte. Wir gehen nämlich mal ganz kurz hier rüber. Aber nicht so mega weit, sondern wir gehen mal ganz kurz bloß bis zu... Ah ja, guck mal, da können wir lauschen. Ich glaube, die waren das, ne? Wie ich gehört habe, hast du dem Hünen aus der Tarot-Truppe die Rüstung angelegt. Ja, er hat deswegen ziemlich rumgestänkert. War eine Mordsarbeit. Hat sich aber gelohnt, oder nicht? Riesengroß und extrem stark war er ja vorher schon. Und dank dir prallen Klingen jetzt von ihm ab. Stimmt schon, aber er mag die Rüstung nicht. Und dass ich sie ihm angelegt habe, gefiel ihm noch weniger. Ein geschickter Gegner könnte ihn im Kampf sicher schnell herauspellen. Okay, könnte ihn im Kampf schnell herauspellen. Alles klar. Gucken wir mal. So, wisst ihr, was ich mal bei euch probiere? Ah! Ah, dieses Ding ist einfach so übertrieben. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass der noch Haltung danach hat. Torhausschlüssel. Der Schlüssel zu einem Samurai-Torhaus an der Ashina-Talsperre, nicht weit vom Brunnen, in dem der Wolf war. Hier wird das kaputte Horn von Gyobo, dem Dämon von Ashina-Samurai, bewacht. Das Horn ist die Klinge des Speers, den Gyobo führt. Es heißt, kein anvisiertes Ziel entkommt Gyobos Horn. Es zieht Feinde heran und kann sogar feindliche Rüstungen entfernen. Ja, den Gyobo haben wir ja beim letzten Mal bekämpft und ein Teil seines Speers ist scheinbar abgebrochen. Wie gesagt, ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, der Speer ist tatsächlich ein, vielleicht fällt dem einen oder anderen schon was auf, aber ich sag mal noch nichts, ist ja der von dem Hamuda, hieß er, glaube ich, von dem Anführer Hamuda. Und ja, ein Teil ist dabei scheinbar abgebrochen und wurde von Ishin an Gyobo gegeben. So, vielleicht fällt es dem einen oder anderen schon auf, aber ich sag mal noch nichts. So, können wir diese Tür da öffnen? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Kann ich euch auch belauschen? Tatsache. Ich habe Meldungen über einen Shinobi hier in der Gegend gehört. Das habe ich auch gehört, aber das ist in letzter Zeit irgendwie einträglich. Ich weiß. Das beweist nur, wie kurz wir vor der Schlacht stehen. Ein Grund mehr, diese Meldungen ernst zu nehmen. Die haben schon von mir gehört, nicht schlecht. So, ich will mal ganz kurz erstmal die Hunde. Hihi, jetzt denkt ihr, da komme ich her. So, wir sind nämlich gerade in der Ashina-Talsperre und vielleicht fällt dem einen oder anderen schon so ein bisschen was auf. So ein bisschen kommt einem das Gebiet doch ein bisschen bekannt vor. Hier sind wir nämlich ganz am Anfang gestartet. Ja, das ist das Gebiet, da ist der Mondblickturm, wo Kuro gefangen war. Jetzt ist natürlich ein bisschen anders alles. Aber ja, das ist das Gebiet wieder, wo wir herkamen. Ich glaube, da drüben können wir auch theoretisch jetzt wieder zu dem Brunnen zurück, wo wir waren. Und da drüben wollten wir ja mit Kuro fliehen. Da ist die Tür, aber das kann ich einfach sagen, da ist die Tür verschlossen. So, aber ich will jetzt erstmal ganz kurz hier, weil ich habe ja jetzt den Torhausschlüssel. Und den will ich jetzt natürlich benutzen, denn der ist nämlich tatsächlich für dieses Torhaus hier. Und da gibt es nämlich ein kleines Item drin, was ich gerne mitnehmen würde. Zack, der Torhausschlüssel. So, dann gib mal her das Zeug hier. Und wir finden Gyobos kaputtes Horn. Der berühmte Hornspeer von Gyobo Masataka Oniwa kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Das Horn zieht sich zusammen, um Feinde heranzuholen. Es kann sogar einfache Rüstungen von Feinden entfernen. Als das Horn während der Rebellion zerbrach, lobte es Ishin für seine wunderbare Form und schenkte Oniwa den gekreuzten Speer von Shusen Tamuda. Ach, Tamuda hieß er. Ja, wie ich es gesagt habe, das ist der Speer von dem Typen aus der
Intro-Sequenz damals. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Hier laufen ja ein paar stärkere Gegner rum. Ja, ich wollte ganz gerne dieses Ding hier noch haben, weil ich finde das cool. Was wir daraus machen können aus der Shinobi-Prothese. Und wenn wir schon mal hier sind, kann ich nämlich jetzt auch gleich noch eine andere Sache machen. Keramiksplitter zum Beispiel mitnehmen, der ist nämlich voll wichtig. Nee, aber wir können hier nochmal zum Mondblickturm. So, wie viele Gegner sind denn hier eigentlich noch? Da ist noch einer. Oh, Level Up, sehr gut. Beziehungsweise Skillpunkt ab. So, und dann dich. Wie ein Schatten. So, von den Dicken will ich am... Oh, verdammt, der hat mich gesehen. Von den Dicken will ich eigentlich wenigstens einen schleichend töten. Ich meine, gegen den zweiten kann ich durchaus kämpfen, aber gegen zwei auf einmal ist dann doch nicht so das, worauf ich jetzt mega Bock hätte, wenn ich ganz ehrlich bin. Da ist nämlich, glaube ich, noch ein zweiter irgendwo, ja. Guck mal, da steht noch einer. Du siehst mich nicht. Pass mal auf, ich nehme Gachi ins Konfekt. Habe ich das noch drin liegen? Nee. Dann, das brauche ich nicht mehr. Dann gib mir mal wieder die Kügelchen als erstes Mal. Und dann nochmal Gachi ins Konfekt. Sehr gut. So. Dann seht ihr mich nämlich nicht so einfach. Ja, geil. Das war genau, was ich machen musste. So, perfekt. Und jetzt warte ich, bis der sich umdreht. Okay. Da kann er mich dann trotzdem ein bisschen wittern. Und zack. Sieht er mich? Ich meine, ich kann ihn sonst auch im Schleichen erledigen. Mehr Kügelchen, sehr gut. Ach, guck mal, was schleppen die denn hier an? Irgendwelche Felsen. Bauen die hier was? Komm schon, bevor Gachi ihn ausläuft. Ha, nice, ja dann nehme ich das doch. Schön. Da oben steht noch jemand. Und den würde ich mir tatsächlich auch ganz gerne von hinten holen. Da darf ich aber nicht von hier kommen. Wir wissen ja, hier gibt es einen kleinen Geheimgang. Den würde ich gerne nutzen. Wobei ich nicht weiß. Ich glaube, mit Gachi ins Konfekt könnte ich wahrscheinlich sogar von vorne kommen. Aber es hat eh nicht mehr lang gehalten. Aber ich hätte wahrscheinlich sogar von vorne kommen können. Mit Gachi ins Konfekt kann ich mir vorstellen. Ach, guck mal, jetzt kann ich mich sogar da hoch theoretisch ziehen. Ah ja, hier war ja Kudo gefangen, ganz vom Anfang des Spiels. So, jetzt sind wir schon wieder zurückgekommen, bis zum Anfang. Hep. Dann dauert es ja nicht mehr lange, bis wir ihn jetzt wahrscheinlich retten. So, gibt es jetzt hier drin noch was Neues? Oh, guck mal, da ist wieder eine Erinnerung von Kudo. Wolf, du hast einmal zu mir gesagt, tut, was nötig ist. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, was genau das ist. Ich verstehe es nicht. Wieso habe ich diese Macht erhalten? Tja, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Da vorne steht nämlich einer und das ist kein normaler Gegner, das kann ich schon mal sagen. Gibt es hier oben noch ein Item für mich oder so? Nö, wäre ja auch zu einfach. Der da unten ist tatsächlich ein bisschen härter. Steht der da jetzt eigentlich die ganze Zeit so? Ja, der hat auch auf jeden Fall zwei Lebensleisten, wie wir sehen. Und da nehme ich ihm die erste. 7 Speere von Ashina, Shikibi, Toshikatsu, Yamauchi. Schon wieder ein Yamauchi. Ist das ein Titel einfach nur? Oh, shit. So, Alter. Der hat mir ja meine Ausdauer, meine Haltung weggehauen. What the fuck haut der denn rein, hey? Sehr gut. Perfekt. Ja, der lässt sich halt nicht so gleich kontern, der Typ. Außer mit dem Mikiri. Komm schon, normalerweise machst du da doch noch was danach. Sehr schön. Jawohl. Auf den habe ich gehofft. Dann kann man ihn nämlich danach ein bisschen angreifen. Das war knapp. Das wäre fast in das Auge gegangen. Shit. Gut, da habe ich ihn pariert einfach, den Stich. Sehr schön. Kommt jetzt gleich der Stich hinterher? Nein. Ist halt echt mega stark, der Typ. Der hat ein übelstes Moveset einfach. Sehr gut. Und Angriff. Jawohl. Boah. Der Typ ist richtig hart. Der kann richtig hart sein, muss man ganz klar sagen. Und eine weitere Gebetsperle. Aber schön, dass ich den direkt hingekriegt habe. Bei dem muss man sich echt konzentrieren. Wie gesagt, der kann einen wirklich ordentlich umhauen. Der hat ein paar richtig feste Moves.
Und ein bisschen wie Yuzo kann der einem halt sehr schnell die Aus- oder die Haltung runterhauen, wenn man nicht aufpasst. Dann ist man da ganz, ganz schnell natürlich Geschichte. Ohne Haltung. So, und dann hole ich mir ihn da. Da steht noch irgendwie einer, der hat irgendwie von der ganzen Sache, dass seine ganzen Kollegen tot sind, hat er einfach nichts mitgekriegt. Ich sag ja, diese NPCs manchmal. Handvoll Asche. Dann bin ich nämlich, glaube ich, auch auf dem nächsten Level jetzt, oder? Jawohl. Perfekt. Und dann können wir wieder zurück. Dann können wir jetzt auch wieder zurück. Und das Ichimonji vielleicht lernen. Das ist ein echt guter Skill eigentlich. Ich wollte ja eh den Ashina-Kampfstil mal kurz machen. Dann machen wir mal das Ichimonji. Dann haben wir jetzt eine neue Fähigkeit. So, dann kurz rasten. Und dann vielleicht mal ganz kurz wieder zurück teleportieren zur Ashina-Burg. Dort, wo wir ja nach dem Kampf gegen den Bullen waren. Ich kann mal ganz kurz das Ichimonji zeigen. Ich finde es ein bisschen schade. Was ich ganz cool fände, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, verschiedene Skills oder verschiedene Kampfkünste halt zu benutzen. So muss man die immer umschalten. Und das Gute ist halt, das macht nicht nur, kann nicht nur den Gegner ordentlich treffen, sondern das erholt halt auch die eigene Ausdauer. Das ist halt sehr, sehr gut. Ich glaube, hier kann man nichts machen, ne? Nee. Gab es ja ansonsten noch was, bevor ich in die andere Richtung weitergehe? Ich glaube nämlich hier drüben gab es noch was, oder? Ja, genau. Weiß nicht, ob es jetzt was Gutes war, aber ein leichter Geldbeutel. Schaden tut er auf jeden Fall nicht. Sehr schön, gut. Komme ich da überhaupt wieder rüber? Da unten ist ein Geistemblem, okay. Dann würde ich aber sagen, wie wir da weiter in die Ashina-Burg gehen und dann vielleicht auch Genichiro finden und Kudo retten. Das seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge von Sekiro Shadows Die Twice. Bis dahin. Ciao.